Yo, was geht ab? Ich bin's wieder, euer David. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Serie Meine Starktechnik. Heute geht es um die Hände an sich. Welche Funktionen haben sie in meiner Starktechnik? Und jetzt geht's mit dem Video los. Ja, also herzlich willkommen nun zu einer weiteren Folge von meiner Serie Meine Starktechnik. Heute geht es hier um meine Hände und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß. Ich möchte als erstes mal mit der Kontrolle der Lautstärke beginnen. Und zwar hat eine Trommel ein gewisses Dynamikspektrum von extrem leise bis sehr, sehr, sehr laut bis hin zum Rimshot, das klingt ungefähr so. Und um diese Lautstärkebereiche abzudecken, muss ich mein Handgelenk benutzen, denn anders ist es tatsächlich nicht möglich. Also ich kann mit keiner anderen Spieltechnik diese hohen Dynamikabstufungen abdecken, denn es fehlt einfach die Kraft dazu. Denn wenn ich meine Finger benutze, dann habe ich das Problem, dass ich nur einen geringen Dynamikbereich abdecke. Das sieht man allein schon hier an der Bewegung des Stocks. Aber es ist auch tatsächlich unmöglich, einen richtig schönen lauten Rimshot zu erzeugen. Das hört man jetzt hier, also es ist tatsächlich absolut unmöglich, den Rimshot zu erzeugen. Und auch mit anderen Schlagtechniken, wie jetzt den Finger Control oder andere Schlagtechniken, es geht einfach nicht. Also auch mit der Möller-Technik geht es tatsächlich nicht, einen ordentlichen und kräftigen Rimshot, egal bei welcher Stelle, zu erzeugen. Also wenn ich jetzt hier den Schlag nehme und auf die Trommel schlage, dann den Stock wieder hochhebe und dann wieder den Tap nehme, dann kann ich nur an einer Stelle den Rimshot erzeugen, aber nicht an jeder Stelle. Und deswegen benutze ich das Handgelenk, um diese hohen Lautstärkeverhältnisse von leise bis extrem laut auch abdecken zu können, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Der nächste Punkt ist die Geschwindigkeit. Und zwar ist es tatsächlich möglich, selbst bei den ganzen genannten Dynamikabstufungen gute und hohe Geschwindigkeiten mit dem Handgelenk zu erzeugen. Und das hört sich dann so an. Und das ist schlicht und ergreifend mit den Fingern, mit der Möller-Technik, mit anderen Techniken absolut unmöglich. Es geht einfach nur mit dem Handgelenk, denn es ist schlichtweg falsch, dass man kleinere Muskeln braucht, um größere Geschwindigkeiten zu erzeugen. Man muss einfach nur die Muskeln im Unterarm, ich hoffe, man kann es jetzt hier sehen, man muss diese Muskeln einfach nur dementsprechend dann trainieren, dann werden sie auch dementsprechend schnell. Der nächste Punkt ist, dass die Handgelenke
dazu fähig sind, die Stockposition zu verändern und auch die jeweiligen Bereiche, um die verschiedenen Starktechniken abzudecken. Dazu wird das Handgelenk dementsprechend auch gedreht. Also die Hand wird dementsprechend dann gedreht, um die verschiedenen Positionen der Hand und der Hand halt eben auf der Trommel abzudecken. Und das geht also auch mit den Händen und das ist halt also sehr, sehr wichtig. Gut, das war's also mit dieser Folge und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao!